die Volks und willkommen zu einer neuen Aufnahme und später mal Livestream von Thailand. Deutsch. Neues Spiel. Ja, und das Spiel ist Controller-basiert. Ich konnte nichts anderes können einstellen. Mal schauen. Ein neuer Tag beginnt. Es gibt viel zu tun. Zuerst sammle ich einige Beeren von den Sträuchern am See. Sortieren. Sammle Beeren. Planeta. Berge. Mein Zelt. Mein kleines Zelt. Also. Schieben. Schütteln. Thank you.
Nein, zwei weniger. Ich habe nur ein paar sammeln können. Ich komme ein andermal wieder, um mehr zu holen. Achtung Sternenpatrouille, Moon hier. Und auf Aufklärungsmission. Ich bin im Moment auf einem seltsamen kleinen Planeten. So etwas habe ich noch nie gesehen. Er scheint unbewohnt zu sein. Hallo. Hey. Hey, hallo. Hallo. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich dachte, hier wohnt niemand. Ich lebe alleine hier. Ich heiße Arco. Bin Moon. Entdeckerin bei der Sternenpatrouille. Ich bin zum ersten Mal auf diesem Planeten. Er heißt Dayland. Dayland? Er scheint nicht auf dem Radar. Er scheint nicht auf dem Radar. Es ist fast, als sei er aus dem Nichts aufgetaucht. Ah. Ich sehe, du hast dich hier niedergelassen. Du scheinst ein sehr praktischer Junge zu sein. Ich bin sicher, dass du Dayland zu einem sehr angenehmen Wohnort machen wirst. Ich helfe dir. Zuerst musst du Obst und Gemüse anpflanzen und ernten, damit du keinen Hunger leiden musst. Das ist eine tolle Idee. Ich hatte es schon satt, immer nur wilde Beeren zu essen. Schau, ich zeig dir, wie man eine Hacke erstellt. Melde dich bei mir, wenn du fertig bist. Notieren. Wie wäre es mit einer Hacke, um den Boden zu bearbeiten? Sprich, dann noch einmal mit Moon. Eintreten. Schmiede. Hacke. Ein Stein, ein Holz. So. Hey! Moon, ich habe eine Hacke hergestellt. Toll. Wie ich sehe, bist du sehr geschickt. In der Nähe der Ebene, wo du dein Zelt hast, sieht das Land fruchtbar aus. Furchtbar. Hier, pflanze diese Karottensamen dort an, die ich immer bei mir habe. Vielen Dank, ich komme bald zurück. Adaptieren. Suche einen Ort in der Wassernähe, um zwei Pinienkerne zu pflanzen. Pinien. Ich liebe es zu angeln, aber zuerst muss kein Angel rufen. Hi.
ich nicht gehabt. Gut gemacht, jetzt muss ich nur noch warten, bis die Bäume wachsen, um mehr Samen zu bekommen. Hey. Hallo, ich habe die Samen gepflanzt. Jetzt muss ich nur noch warten, bis sie geerntet werden können. Gut gemacht. Viele landwirtschaftliche Erzeugnisse sind essbar und helfen dir, keinen Hunger zu leiden. Nun, ich möchte lernen, wie man Dinge herstellt. Natürlich. In diesem Fall wäre es gut, wenn du einen eigenen Hammer hättest. Er ist auch nützlich, um Steine zu brechen. Ich erkläre dir, wie es geht. Also los, ich folge deiner Anleitung. Hammer. Stell einen Hammer her. Einen Hammer her. Hey! Jetzt habe ich einen Hammer. Gut gemacht. Mit der Zeit wirst du immer besser darin, Gebilde zu bauen. Schau, ich zeig dir, wie man ein Lagerfeuer baut. Es ist ganz einfach. Lagerfeuer. Ah, aber ich habe nicht genug Holz. Stimmt, ich habe auch kein Holz mehr für dich übrig. Es sieht aus, als müssten wir einfach ein paar Bäume fällen. Axt. Wenn ich genug Material habe.
Was für ein Glück, ich habe Mineralien im Gestein gefunden. Nun, ich habe meine Axt. Super, aber vergiss nicht, das Gleichgewicht zwischen den Bäumen, die du pflanzt, und den Bäumen, die du fällst, aufrecht zu. Hier, nimm ein paar extra Samen. Vielen Dank. Bau ein Lagerfeuer. So kannst du in kalten Nächten warm bleiben. Jetzt kannst du Materialien beschaffen. Mit dem Hammer brichst du Steine und mit der Axt zerhörst. Holz! Das kriege ich hin. Oh, ein Lagerfeuer. Es ist fertig. Ich sollte es anzünden.